Ich liebe dich und das wird sich unser ganzes Leben nicht ändern. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich aber schon. Hallo, mein Hübscher. Das ist Patrick. Er ist gerade aus London hergezogen. Er geht ab heute in unsere Klasse. Omar, mein Freund. Ander, es macht mich fertig, dass wir den Tag so beschissen beendet haben. Weil er so verdammt geil angefangen hat. Wieso gehen wir heute nicht aus, um Frieden zu schließen? Wenn du mit ihm feiern gehst und ihm dann einen bläst, dann gibt er dir vielleicht auch die Antworten für die Klausur. Ander, es ist unnötig, dass du dich Patrick auch nur näherst. Was machst du da? Ich habe einen Freund. Ein Geheimnis. Zu mir Nein zu sagen ist gefährlicher als Ja zu sagen. Ich würde echt alles tun, um Omar zu helfen. So wie er alles für mich getan hat, als ich nicht aus dem verdammten Bett aufstehen konnte. Aber ich würde ihn nicht betrügen. Sex heißt nicht nur, ihn reinzustecken. Ach nein? Nein. Was denn noch? Es geht um Haut. Es geht um Wörter. Die Fantasien. Und was hast du für Fantasien? Vertraust du uns etwa nicht? Ich will unsere Beziehung nicht auf die Probe stellen. Hör mal, Omar. Du warst der, der entschieden hat, diese Tür zu öffnen. Entscheidest du auch, wann wir sie schließen? Das ist ungerecht. Vielleicht will ich sie gar nicht schließen. Ich schlaf heute bei mir. Erklär mir doch mal die merkwürdigen Regeln, die du mit deinem Freund aufgestellt hast. War das mit ihm das letzte Mal? Ja. Na gut. Meine Beziehung könnte daran kaputt gehen. Verstehst du das nicht? Ander. Wie gesagt, ist es gefährlicher, zu mir Nein zu sagen, als Ja. Glaub mir. Lass uns beide in Ruhe. Ich kann mich ja zurückziehen. Aber vielleicht taucht er auch hier auf. Du hast ihm ja geschrieben, aber er ist nicht gekommen. Aber du schon. Ander und ich, machen wir dich eifersüchtig oder doch eher neidisch? Wir regeln das einfach zu dritt. Ganz ruhig und entspannt. Aber wenn er nicht mal mich sehen will, wieso sollte er dich sehen wollen? Kümmere du dich darum, uns zusammenzubringen und ich regle dann den Rest. Was soll das? Was soll das? Komm, jetzt du! Nein, nein, komm, nein! Komm, na los! Pack schon! Na los! Oh, Scheiße! Omar, bitte! Hör mir doch zu! Zieh dir rein, worauf du Lust hast, aber lass mich in Ruhe, verdammt nochmal! Patrick! Geht's dir besser? Dann geh ins Bett und leg dich hin, ich komm gleich nach. Wir kommen zu spät zur Schule. Bist du etwa in ihn verknallt? Ist es das? Nein, hör mir zu, Ander. Das ist alles ganz anders. Scheiße, Mann. Ich weiß es doch auch nicht, Ander.
mal dran, dass du mehr als ein Jahr lang an Chemoschläuchen gehangen hast. Du musst dich nicht schuldig fühlen oder um Entschuldigung bitten. Was ist denn los? Hey, hör zu. Es geht hier echt nicht um Patrick. Es geht um mich. Ich hab gedacht, ich muss sterben und jetzt lebe ich. Ich will doch einfach nur leben. Ich bin's. Omar. Ich bin's doch. Ja, das Omar. Weiß ich. Das weiß ich. Und du musst auch unbedingt Omar bleiben. Aber genau deshalb ist es besser, wenn wir es hier beenden. Weil ich nicht will, dass daraus noch irgendwas anderes wird. Danke. Danke, Omar. Ich danke dir von Herzen. Und es tut mir leid. Okay? Kann der nicht immer aus dem Weg gehen? Mein ganzes Leben vielleicht nicht, aber ich versuch's jeden Tag. Du willst nicht aufhören zu lernen. Du willst mich nicht mehr sehen. Eben Ander. Solange er für dich da ist, fühlt man sich toll. Aber wehe, er lässt dich irgendwann links liegen. Oma! Ach, du meinst, dich hat er angebaggert, weil er dich so geil fand? Und mich braucht er nur für sein Ego? Das ist echt krass. Ich mach mir einfach nur Sorgen um dich. Wie dreist ist das denn? Du läufst rum und triffst Entscheidungen ohne Rücksicht auf Verluste. Und wirst sauer, wenn die anderen versuchen, damit klarzukommen, wie sehr du sie verletzt hast. Ich bin nicht sauer. Du gönnst einfach keinem was ander. Mein Freund willst du nicht sein, Patricks aber auch nicht. Und dann beklagst du dich, wenn wir beide ganz gut ohne dich auskommen. Wenn ich für dich nur ein Kumpel bin und Patrick eine kurze Affäre, warum lässt du uns dann nicht einfach in Ruhe? Ander? Ich kenne keinen Ander. Hast du ihn vergessen oder nicht? Gut. Ganz langsam. Ich sag dir, du kannst Ander vergessen. Tu ihm auf keinen Fall weh. Ich werde euch nicht mehr in die Quere kommen. Versprochen. Fuck. Ich kann mir nicht verzeihen, dass ich dich aufgegeben habe. Aber das habe ich sonst auch nicht. Nicht mal, als ich dachte, du würdest sterben. Und ich werde es auch nicht tun. Ich meine, dich aufgeben. Und wenn du mal so weit bist, würde ich es gern nochmal versuchen. Hast du dich nie gefragt, wo du jetzt wärst?
Wenn du nur auf dich selbst gehört hättest. Ich bin nicht deinetwegen hier geblieben. Ich wollte es selbst so. Weil ich mir mein Leben nur mit dir vorstellen kann. Ich wäre gern mit dir zusammen. Aber wenn du das nicht willst, dann ist das auch in Ordnung. Ich mache weder ein Drama draus, noch werfe ich dir was vor, noch sonst irgendwas. Ich akzeptiere es. Ich lasse dich besser allein. Omar, warte. Ich weiß, dass du gehen wolltest. Zweimal. Und dass du es meinetwegen beide Male aufgeschoben hast. Ach, das waren nur so Gedankenspiele, das ist alles. Geh jetzt. Aber ich will nicht gehen. Wirklich, geh. Omar, ich fühle mich hier gut mit dir. Das weiß ich, aber mir würde es besser gehen, wenn du die Reise machen würdest, die du dir so sehr wünschst. Und ich meine es ernst. Ich warte auf dich, wenn du das willst. Aber wir machen jeder unser Ding, weil ich nicht meine Schwester bin und du nicht Guzman. Wenn du glücklich bist, bin ich's auch. Ich liebe dich. Ich dich mehr. Na dann. Gleich viel. Okay. Thank you.